Dieser Wolf gönnt sich einen Sonntagsspaziergang mitten durch die Innenstadt von Lohne in Niedersachsen und wird im Internet zum Star. Es ist Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Bildleser Jörg Sandfoss bummelt mit seiner Tochter Lina gerade vom Eisessen nach Hause und reibt sich verdutzt die Augen, denn vor ihnen läuft ein Wolf. Cool. Nee, das ist nicht cool. Nimmst du das an? Ja. Also es ist letztendlich ein Wolf aus der Richtung gekommen, hat versucht, da durch den Zaun zu kommen auf dieses Gelände. Und dann ist er hier hochgelaufen, einmal über den Busbahnhof und kam hier wieder runter. Und wir standen hier und haben das dann zufällig gesehen und auch gefilmt. Schnell das Handy gezückt und zack ist der Wolf im Kasten. Das wilde Tier schaut sich in Lohne um, biegt um eine Ecke, überquert den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Später wird der Wolf noch an anderen Orten in Lohne gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Ja, der Wolf wirkte wirklich ängstlich, gehetzt. Also er wollte einfach nur weg. Er war weder aggressiv noch sonstiges. Und es war ein Erlebnis. Also auch für meine Tochter, das war schon krass. Jörg Sandfoss stellt später das Filmchen auf seine Facebook-Seite und geht viral. Was ihn ärgert, viele Hasskommentare werden gepostet, in denen der Abschuss des Wolfes gefordert wird. Bild hakte beim offiziellen Wolfsberater des Landes Niedersachsen nach und meint, es bestand zu keiner Zeit Gefahr für irgendjemanden.